Heute besuchen wir das Hotel Renthof zwischen Brüderstraße und der Fulda. Der Renthof liegt zentral in der Dokumenta-Stadt Kassel. Die Innenstadt, Orangerie, Markthalle und die Karlsaue sind nur einige Attraktionen, die fußläufig zu erreichen sind. Na, wo geht es hin? Man geht und wir kommen an, um besondere Eindrücke zu sammeln. Das ist garantiert. Direkt an der Fulda, der Karlsaue, können wir das Treiben der Freizeitsuchenden beobachten. Schon hier tritt bei uns Entspannung ein. 717 Jahre Geschichte erzählt uns das Haus im neuen Gewand als spannendes Abenteuer. Erbaut als Karmeliterkloster, später Ritterakademie, Universität, Gericht, ist es ein Haus der Wandlungen. Heute ist es ein Boutique-Hotel, Bar und Event-Location im unverwechselbaren, denkmalgeschützten Gebäude. Wir sind jetzt bei Rainer Holzhauer im Renthof in Kassel. Herr Holzhauer, vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Ich sag Dankeschön. Wie sind Sie denn zu so etwas Besonderem wie den Renthof gekommen? Also der Renthof ist ja ein altes Kloster aus dem 13. Jahrhundert und ist direkt an die Brüderkirche gebaut. Und die Brüderkirche bewirtschaften wir schon seit 15 Jahren als Event-Location von Krischäfer. Und bei dem als Event-Location hat uns einfach eine Außen-Location gefehlt, sodass man auch zum Empfang einfach rausgehen kann. Und das haben wir durch den Renthof, also da gibt es einen ganz tollen Innenhof, und da ist die Idee gekommen, sich das anzuschauen, Innenhof für die Brüderkirche. Und dann wurde aber gerade das Altenheim, wo das was in dem Kloster war, verkauft von der Stadt Kassel. Und da haben wir zugeschlagen, weil das einfach unglaublich gut gepasst hat. Spannende Ornamente begleiten die Veranstaltungen in der frühgotischen Brüderkirche. Sie haben Ihr Haus sehr vielfältig und individuell ausgestattet. Was sind die einzelnen konkreten Aspekte, die Sie sagen, wo Sie sagen, es ist sehr besonders, hier fließt meine Einstellung mit rein? Also das Haus, wo wir das gekauft haben, das ist halt 13. Jahrhundert. Der Westflügel, 16. Jahrhundert, der Südflügel und 1900. 60 der Ostflügel. Also es sind schon mal drei ganz verschiedene Jahrhunderte. Und da haben wir versucht, das Haus ganz viel Haus zu lassen. Also wir wollten so wenig wie möglich von dem Haus verändern. Und wir wollten das Ganze, also wir sind meine Partner, Kirsten und Uwe Kleinkauf, mit denen ich das zusammen hier gemacht habe. Und wir wollten eigentlich das Haus behandeln wie eigentlich unser Wohnhaus, unser Zuhause. Also wir haben das Restaurant, das ist unser Esszimmer, wir haben eine Küche, wie jeder eine Küche hat, wir haben eine Bibliothek, wir haben eine Bar, wo man sich tagsüber drin aufhalten kann und man hat dann noch den großen Speisesaal. Und das ist schon ganz schön. Also man kann es eigentlich schon fast so wie ein Privathaus dann. Wir haben es sehr privat gesehen und so haben wir es dann halt auch eingerichtet. Zugleich habe ich entdeckt, dass einige Dinge vom Gebäude selbst auch zu entdecken sind. Hier hinter mir beispielsweise ein Stück der Wand, da sind offenbar Wandschichten dargelegt, wie das Haus früher und im Verlauf der Zeit ausgesehen hat. Ich habe auch, glaube ich, ein Stück Textiltapete entdecken können. Gibt es da noch was?
Was haben wir? Wir haben in ganz vielen Zimmern zum Beispiel die Naturwänden gelassen, so wie sie waren. Wir haben oben im zweiten Stock haben wir eine alte Toilette gefunden aus dem 16. Jahrhundert, die in der Wand einfach ist. Die haben wir im Flur gelassen. Die Wand ist so geblieben. Also wir haben dem Haus ganz viel die Möglichkeit gegeben, einfach hausbleiben zu dürfen. Ihr Restaurant speziell auf Bio aufgebaut oder dergleichen? Ist nicht auf Bio aufgebaut, aber auf absolute Frische. Wir möchten gerne frische Produkte oder wir verwenden ganz, ganz viele frische Produkte. Wir machen zu einer sehr hohen Prozentzahl alles selber. Die Gnocchis zum Beispiel, die man gerne dazu kauft, sind bei uns selbst gemacht. Und haben halt frisches Gemüse und frischen Fisch und all das, was man eigentlich braucht, um eine gute Gastronomie zu machen. Genussvoll speisen, in ungezwungener Atmosphäre, nachdem wir das kreative Treiben durch eine offene Verglasung beobachten durften. Gerichte mit überwiegend regionalen Zutaten werden hier für Veganer, Vegetarier und Carnitarier gleichermaßen neu interpretiert. Welcher Raum ist denn für Sie der Lieblingsraum? Ich finde am schönsten die Bar. Und das Zimmer 208, weil das Zimmer 208 ein Zimmer ist, was sehr individuell ist. Also was unglaublich viele Ecken und Kanten und Nischen und groß und klein. Also ist schon ganz, ganz besonders. In eigenwilligen Collagen aus eleganten Stilmixturen werden die Gäste verwöhnt. Jedes Zimmer ist in seinem Zuschnitt und in der Gestaltung ein Unikat. Urlaub der besonderen Erlebnisse. Ich habe entdeckt, es ist Kunst zu entdecken hier im Haus, es sind skurrile Dinge zu entdecken, Vintage-Sachen. Womit hat es da auf sich? Ja, zum Beispiel der Pudel, der auf der Bar steht, wir haben die Pudelbar, den haben wir gefunden gleich nach Kauf des Objektes. Also der hat uns von Anfang bis zur Fertigstellung begleitet und hat der Bar dann auch den Namen gegeben. Und der Pudel, das ist eine Bronze, die gegossen worden ist in den 50ern und er macht auch Pipi und zuerst sollte der eigentlich immer ins Spülwasser pinkeln, was wir bis jetzt noch nicht geschafft haben und der bringt natürlich auch so einen Spaß mit und was man ja bei uns unbedingt haben soll, ist Spaß und Freude an dem ganzen Haus und an dem Personal. Unser Personal sind wir, also mit dem kompletten Personal sind wir zum Beispiel per Du oder wir sind sehr, fast wie eine Großfamilie, würde ich sagen. Das macht schon Spaß und soll sich auf den Gast übertragen. Schwäche für das Schöne, Sinn für das Besondere, Neugier auf das Außergewöhnliche. Genießen Sie den Moment. Hier kann man sein, was und wie man ist. Herr Holzhauer, Rainer, hier wird sich ja geduzt. Vielen Dank für das Gespräch. Total gerne. Kommen Sie bald wieder. I've seen a lot. Learned enough, there's nowhere left to go. Which way to turn and who to trust, finding my own way.
things to do to make my dreams come true. I'm gonna live my own life. Wir sehen uns im Renthof.